Wunderschönen guten Tag, Abend oder wann auch immer das Video schaut und herzlich willkommen zurück zu Bioshock. Okay, hier war ich schon. Da soll ich rein wahrscheinlich. Ja, das Plaza. Halt die Fresse, Alter. Du glaubst, du kannst mir hier drin den Rest geben? Du alter Spinner? Die anderen Schwachköpfe, die du in die Gefrierkammer geworfen hast, sind wie die Kaninchen in Panik ausgebrochen. Ich habe einfach zugesehen und abgewartet. Und als sie langsam eingegangen sind, habe ich angefangen zu suchen. Hab mir einen kleinen Splicer-Cocktail gemixt. Wenn du nicht aus der Kälte raus kannst, musst du dein Herz in Eis einpacken. Und dann kommt der Eismann, Thunderbaby. Dann kommt irgendwann der verdammte Eismann. Okay. Na, ich will nur auf Nummer sicher gehen, Leute. Bams. Oh. Oder auch Bams. Oh. Oder auch fucking Bams. Wow. Oh, why though? Ich schätze, der alte Kauz hat sich endlich entschlossen, jemanden herzuschicken. Der Hurensohn will mich hier erfrieren lassen. Ich habe eine ganz besondere Pose für dich ausgewählt. Ja, ich wusste es. So, du magst also Eis, ha? Wie wär's mit Feuer? Oh, das ist natürlich cool. Das ist diese Schocknova, glaube ich. Dann machen wir daraus mal noch eine Frostnova. Zack. Okay. Jetzt setze das Bild in den Rahmen ein. Mal sehen, was wir da haben. Nochmal Armbrust, geil. Ja. Gute Nacht. Wo bin ich? Ho ho ho, hi. Hey ladies. So, dann noch die da.
Ich warte nur darauf, was du noch machst. Ernsthaft immer noch? Oder waren es nur Nachbeben? Er rennt nach da. Mach mich nur bereit. Bye bye, Big Daddy. Oder auch nicht. Oh, hi. Na gut. Aber fand ich cool. So. Ist das gerade... Der lag schon da so. Backen halt, würde ich sagen. Ah, wie kommt man hier runter? Das ist eine viel interessantere Frage. Noch eine viel interessantere. Wenn es eine interessantere Frage ist. So. Noch mal ein paar Points holen. Zack. Number two. Genau, Mr. Bubbles. Gehen wir. What? Oh, hi. Alter, würde ich sagen. So, zack, zack. Danke. Ja, ja, wie niedlich. Ah, okay. Wie viel habe ich jetzt? 240, das ist doch cool. Alter, wenn der jetzt hier Nummer 3 abholt, dann flippe ich hier komplett aus, ne? Warte, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier schon mal nicht. Okay, ich habe mich jetzt ein bisschen hart ablenken.
Hat sich gerade sehr, sehr komisch angehört. Als ob er an der Stelle stand, wo ich ihn gerade stand, nur dass er halt unsichtbar war oder so. Ganz komischer Shit. So, 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 so. Das da. Brauche ich gar nicht mehr. Dann so und so. Okay. Alter, was ist denn hier nicht ganz in Ordnung? Okay. Armbrust, Bruchwahrscheinlichkeit oder Schadenssteigerung, egal. Ich würde mal sagen. Boah, ich kann halt die Armbrust noch nicht einschätzen, ob die geil ist oder nicht. Deswegen lasse ich das erstmal und mach die Schadenssteigerung von dem Stand. Ich dachte mir gerade so, der stand doch nicht da. Und los. Geil, Auto bekommen. Sehr gut. Was war noch drin? Kann auch keinen nehmen. Was für eine dreckige Desaster. Ich schieße jetzt doch wieder jeden an, ey. Mir egal. Fuck me. Die habe ich auch alle einmal angeschlagen. Oh, okay. Komisch. Na, ist mir egal. Der hat ernsthaft auch noch eine dabei. Alles klar, und los. So, mal kurz überlegen, wie ich es am cleversten mache. Wobei, ich habe ja noch die hier. Wo stand denn der Automat nochmal? Den muss ich mal gleich suchen. Aber das kriegen wir schon hin. Die guten Menschen von Rapture sind nicht hier, um uns Regierungsknechten dabei zuzusehen.
wie wir Geschäfte schließen und deren Besitzer umbringen. Nicht mal solche üblen Schurken wie Fontaine. Aber er hat es sich selbst eingebrockt. Anstatt es mit Fassung zu tragen, will der Wahnsinnige im Kugelhagel untergehen. Für wen hält er sich? Für John Wayne oder was? Wir können es noch in den Griff bekommen. Wir können es schaffen. Wir machen Folgendes. Wir suchen Fontaines Testament und sorgen dafür, dass sein Besitz denen zugute kommt, für die er bestimmt war. Er darf nicht in den Taschen derer landen, die ihn kalt gemacht haben, nämlich in unseren. Okay, okay, okay. So, und wir haben keinen Senkrechten, oder was? Boah, frech. Dann einmal nach rechts rum raus, dann nach da raus. Da ist schon drin, dann brauchen wir noch das da. Und zack. Das ist schon mal wichtig. War die Tür schon die ganze Zeit so aus Glas? Ach so. Ah, okay. Okay, ich bin langsam durch schon für die Aufnahmesession, ey. Ja, das war jetzt alles hier? Nur der Typ hier und... Okay. Na gut, dann würde ich sagen, Ruhe. Lass mich nur kurz gucken. Wir hatten ja das hier reingemacht. Ob das so clever war, das andere dafür rauszumachen. Zwei überlassen. Das macht alles halt ein bisschen geiler, weißt du? Da brauchen wir einfach mehr Zeug von. Ende. Oh, ich glaube, hier dürfen wir noch nicht rein. Hä? Na, wenn das nicht der lang verschollene Andrew Ryan ist. Komm her, Tiger. Wir sind jetzt hier in einem Stripclub. Boom! Wir haben es geschafft. Zack, 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 zack. Machen wir mal so, machen wir mal so. Nach da, nach da. Nach da und zack. Wir können machen das da, das da. Schade. Dann würde ich sagen, irgendwas übrig geblieben. Ich sehe nichts. Das können wir auch so lassen. Genau. Was machen Sie da? Nein! Nein, bitte! Ich hab Sie doch geliebt! Nein! Ah. Ach du Scheiße. Boah. Das kaufe ich diesmal. Diese unheimliche Dr. Tenenbaum hat mir versprochen, es würde gar keine richtige Schwangerschaft.
Sie würden mir einfach das Ei entnehmen, sobald Mr. Ryan und ich... Ich habe das Geld so dringend gebraucht. Aber ich weiß, Mr. Ryan wird es durchschauen. Er wird rauskriegen, dass ich nicht aufgepasst habe. Dass ich es verkauft habe. Mr. Ryan wird schrecklich wütend auf mich sein. Ist jetzt egal, ich habe andere Probleme. Oder ich glaube, der hat andere Probleme. Weil immerhin rennt der von mir weg. Na gut. Wisst ihr was? Malerei, Musik, Musik. Es ist alles nur fauler Zauber. Cohn hat Ryan um den kleinen Finger gelegt. Und wo bist? Dadurch, dass er ihm sagt, was er hören will. Steh auf, Rapture, hebe dich. So ein Blödsinn. Der Quatsch war schon Schnee von gestern, bevor Cohn damit angefangen hat. Ich will von der ganzen gequälten Kacke nichts mehr hören. Mich interessiert nur, dass der alte Sack mich hier behält. Mega spannende Musik. Oh, hi. Scheiße, verdammt, ich kann hier nochmal. Hey, wo ist er hin? Ist er da reingerannt? Ich dachte, er würde halt hochrennen, deswegen bin ich... Ah. Komm, wirf was. Mann, das hilft nichts. Boah, ey, jetzt rennt mir einmal hier durchs Gebiet oder was? Er war ein Flick, aber. Ja, also. Ah. Mach ein Foto, bevor er total austrocknet. Boah, wie der Werte, gell. Also zu deiner Kritik an Anna Culpeppers neuester musikalischer Entgleisung. Wieso widmest du überhaupt dieser Schreckschraube weiterhin Spalten in der Zeitung angesichts der großartigen Künstler, die wir in Rapture haben? Das ist mir unerklärlich. Wo sie nicht imitiert, ist sie langweilig. Wo sie nicht langweilig ist, ist sie plump. Und wo sie nicht plump ist, ist sie gefährlich. Gut, dann würde ich sagen, was brauchen wir, was haben wir, boah, lass das mal so, hier gibt's noch, ja, halt die Backen. Wie kannst du nur glauben, ich würde jetzt mein Publikum empfangen, während ich mich gerade vorbereite, undenkbar. Da steht einfach einer, mit einer Kamera. Komm, wir machen jetzt mal eine Sneaky-Tour. Jetzt bin ich mal der Schrecken dieser Stadt. Amaketje. Wo ist er hin? Amaketje. Prügelei gewonnen. So. Jetzt gehen wir hier raus. Ach, fuck. Okay, wir gehen irgendwo hier raus. Das brauchen wir nicht. Gehen hier, dann da und dann gehen wir da raus.
wie normale Menschen. Hoffe ich. Und hier beende ich an dieser Stelle erstmal die Folge, weil wir jetzt schon ein bisschen überzogen haben, aber ist ja nicht schlimm. Ja, würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin, Leute. Haut rein.